Das achte Spiel in Satz Nummer 1 ist an der Reihe. Alles wieder in der Ordnung. Sabatini hat jetzt die Möglichkeit, bei eigenem Aufschlag auszugleichen zum 4-Beide. Sagt des Eingangs, insgesamt stand Hingis über 209 Wochen oben auf dem Thron der Damen-Weltrangliste. Damit ist sie in der ewigen Liste auf Rang 4, die angeführt wird von, na klar, Steffi Graf. 378 Wochen war die 22-fache Grand-Slam-Siegerin, die Nummer 1 der Welt. Passte ganz genau auf der Linie. 0,40. Dreimal die Möglichkeit zum 5-3 für Hingis. Na, der ist zu gut. Etwas zögerlich und vielleicht zu spät aufgerückt. Gabriela Sabatini. Ein zu 0 Break der Schweizerin zum 5-3. Sie, die ja unheimlich viele Bestmarken aufstellte, weil sie einfach in sehr, sehr jungem Alter große Erfolge feierte. Beispielsweise schnappte sie sich 1997 den Sieg bei den Australian Open und ist seitdem die jüngste Grand-Slam-Siegerin der Open-Era. 16 Jahre, 3 Monate, 26 Tage war sie lediglich alt. Und dann stand sie ja insgesamt 6-mal in Folge im Finale der Australian Open. 3 Titel sprangen da heraus. 97, 98 und 99. Den nimmt sie gleich aus der Luft. Kein einfacher Überkopfball. Gut gelöst von Martina Hingis, die sich insgesamt überhaupt nicht abdrängen lässt von der Grundlinie. Bleibt immer sehr, sehr nah dran stehen. Nimmt die Bälle früh, macht das Spiel dadurch schnell. Das ist ja auch schon eine Spezialität zu ihrer aktiven Zeit. 40-15. 27 Minuten sind gespielt. Das sind die ersten Satzbälle für Martina Hingis. Spiel und erster Satz. Guter, Hingis, druckvoller, schneller erster Aufschlag von Hingis. Satz 1 geht an sie. 6-3. Gabriela Sabatini, zu ihrer aktiven Laufbahn war sie manchmal genervt, wenn man sie nur auf ihr Äußeres reduzierte, man sich nur noch darum kümmerte, sie wollte als Tennisspielerin wahrgenommen werden. Und so kam es für sie auch nie in Frage, Angebote vom Playboy anzunehmen. Das Aussehen bei Spielerinnen hat ja mittlerweile einen größeren Stellenwert bekommen, vor allem seit einer Anna Kournikova. Zweiter Satz. Die ja längst nicht mehr auf der Tour aktiv ist, die in Miami lebt. Aber auch eine Maria Sharapova beispielsweise, die Wimbledon-Siegerin, die ja mittlerweile ausgerüstet ist mit einem Modelvertrag. Und das gerade, das war der Clan um Sabatini herum, der auch seit Freitag hier auf der Anlage von Gary Weber ist. Herausgespielt.
von der 35-jährigen, von der ehemaligen Nummer 3 der Welt, war es am 27. Februar 1989. Knappe Entscheidung da an der Grundlinie. Hinges also mit einer wirklich guten Schlaglänge. 30-15. Tja, auch da kritischer Blick von Sabatini. Aber ich glaube, dieser Vorhand-Slice der Martina Hingis, der plumpst genau auf die Linie. Und nach dem dritten Punkt in Folge für Martina Hingis erleben wir sofort im ersten Spiel des zweiten Satzes die Gelegenheit, ihr den Aufschlag abzunehmen. Einstand. Deuce. Vorteil Sabatini. Let first service. Dein Ball war die richtige Idee. Das war ja auch einer ihrer Paradeschläge. Da kommt sie ran oder nicht? Nein. Das sind wirklich sehenswerte Spielzüge, die wir bei Gabriela Sabatini sehen. Vorteil Sabatini. Öffnet den Platz mit diesem Vorhandball und dann sofort nimmt sie den Rückhandslice ganz früh, um damit die Attacke einzuleiten. Ja, ein bisschen zu spät dran. Einstand, Deuce. Es geht noch einmal über Einstand. Vorteil Hingis. Martina Hingis war übrigens vor 2 Jahren schon mal hier in Halle. Nur damals bekam es kaum jemand mit. Da interessierte sie sich nämlich für Rennpferde, die sie hier erwarb. Ist ja eine Spiel, Hingis. Leidenschaftliche Reiterin.